sieht's aus nach 22 Sekunden. Ausgezeichnet, Dr. Reinhardt. Ja, endlich. Jetzt können wir in Produktion gehen. Stellen Sie schon mal die Unterlagen zusammen. Antreffen. Ja, er soll mich anrufen, es ist dringend. Anschluss 67593. Sprechen Sie auf meine Mailbox nach dem Pfeift. Ich bin's, ruf mich sofort an. Dr. Reinhardt, die Herren sind jetzt da. Selber nicht erklären. Die Liste mit den Komponenten. Ich hab's selber eben erst bemerkt, als ich. Was ist denn los? Jemand hat Unterlagen kopiert. Die Liste mit den Komponenten fehlt. Jemand muss. Wer außer Ihnen hat Zugang zum Safe? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie. Versuchen Sie es sich vorzustellen. Schauen wir doch zuerst. Eine Umdisponierung bringen wir noch mit, Dr. Körber. Wir können die Komponenten nicht über die Schweiz spedieren, was natürlich sicherer gewesen wäre. Zentrale, hier S69. Jetzt die schlechte Nachricht.
Doktorand. Stündlich auf die Daten. Das schaffen wir heute nicht mehr. Wir brauchen die Listen heute Nacht. Wir haben ein Leck. Wir müssen davon ausgehen, was willst du? Mach doch die Tür auf. Ich bin's. Ich dachte, wir können vielleicht zusammen was trinken. Auf unseren Erfolg anstoßen. Jonas, ich sagte doch, ich habe eine Verabredung. Ich muss gleich los. Ah, verstehe. Ich muss gleich los, ja dann. Ich wollte die Papiere holen. Welche Papiere? Tja, welche Papiere? Die Papiere. Die fehlenden Komponentendiagramme. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, sie bei dir zu suchen. Petra, langweile ich dich? Nein. Jonas, was ist los mit dir? Für wen arbeitest du? Sag mir. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wer bist du? Bist du eine israelische Spionin? Jonas, es geht hier nicht um dich. Ich habe dir vertraut, du kannst noch Petra. Aussteigen. Ich habe gedacht, wir zwei. Die werden dich wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, sobald sie im Besitz der Komponenten sind. Ich dachte, sind. Wir sind zusammen. Sie dürfen das Gift ich nicht kriegen. Ich habe geglaubt.
Also mir reicht's, ich hab jetzt keine Lust mehr. Das wird eine einsame Samstagnacht, wenn du jetzt einfach so weggehst. Fragt sie nur für wen, ne? Ja? Herr Ballauf, Petra Klein am Apparat. Sie haben mir damals beim Stadtempfang Ihre Karte gegeben. Erinnern Sie sich, wir haben... Ja, doch, klar. Erinnere ich mich. Ich brauche Hilfe. Ich kann aber am Telefon nicht reden. Ja, was denn passiert? Können Sie herkommen gleich? Ja, ich weiß nicht. Was ist denn passiert? Soll ich Ihnen vielleicht eine Streife schicken? Nein, keine Streife. Kommen Sie in die Rumschickstraße 12, zweiter Stock. Und klingen Sie dreimal, bitte. Jetzt sagen Sie mir doch bitte, was passiert ist. Ich kann nicht. Bitte, ich warte auf Sie. Eine Frau. Will mich sprechen, aber will nicht sagen, worum es geht. Dienstlich? Ich habe die Bahn auch für eine Stunde gemietet. Kommen wir nicht rein. Was jetzt? Scheiße. Zentrale? Gib mir Kovac. Kovac! Ey, jetzt wart doch mal. Schau mal, Lena.
Max, das geht jetzt aber ein bisschen weit. Das ist Ihnen nicht ehrlich. Komm. Das ist nämlich für Damenbesuche gar nicht angezogen. Sag mal, spinnst du jetzt? Vielleicht hat sie es sich ja anders überlegt, hä? Wir könnten ja den Hausmeister fragen, ob er uns die Tür aufschließt. Siehst du hier irgendwo einen Hausmeister? Aber ich könnte die Tür aufschießen. Oh, witzig. Ach komm. Ich gehe jetzt nach Hause. Stiefel. Hat sie wehgetan? Höchste Geheimstufe. Ich kann ohne Rücksprache mit Pulach nichts unternehmen. Herr Sattmann, es ist ein Mord passiert. Mein Gott, was soll ich denn machen? Ich werde mich drum kümmern. Gute Nacht. Ich habe zwei Lachsbrote bereit gemacht für den Kühlschrank. Bring bitte die Laken mit raus. Ich habe sie im Wohnzimmer liegen lassen. Und ruf an, wann du am Sonntag rauskommst. Gute Nacht. Anschluss 67593. Sprechen Sie auf meine Mailbox nach dem Pfeifton. Thank you.
Hast du mir was mitgebracht? Hast du die Laken mitgebracht? Ich war die ganze Nacht im Labor. Sagt dir niemand was? Bist du ganz weiß im Gesicht? Da sind nur die Laken dran. Mich hat eine Grippe erwischt. Nein. Du hast mir nichts mitgebracht. Ich hab mich mitgebracht. Nee, ich meine was richtig. Steck mir bloß das Kind nicht an, ja? Morgen. Mensch, Freddy, was ist denn mit dir passiert? Missy, mach mir einen schönen, süßen Kaffee und keine Fragen, ja? Schuhe hat meine Tochter ausgesucht, sie sind modern. Sonst was Neues? Ja, die Frau von Samstagnacht. Petra Klein. Unauffindbar. Hast du sie gesucht? Ja klar, was dagegen? Nee, überhaupt nicht. Fitz? Sag mal, haben wir denn nicht irgendeinen richtigen Fall? Guten Morgen. Wie ich höre, sind Sie krankgeschrieben. Wie ist denn das passiert? Beim Diensteinsatz? Ja. Ich liebe meinen Beruf. Tja, wie Sie möchten. Was ist denn mit dem los? Ach, danke, Lisi, sehr aufmerksam von Ihnen. Das ist sie. Petra Klein. Der Klein, von der seine Frau nichts wissen darf. Sie sind aber sehr gut informiert, Herr Schwarz. Entschuldige, Kollege.
steckt. Wenn sie nur ein einziges Wort gesagt hätte, dann wäre sie jetzt noch am Leben. Aber wovor hat die Angst gehabt? Warum hat sie die Wohnung nicht verlassen? Ist einfach rausgelaufen. Hat sich irgendwo versteckt. Die dachte, die Polizei wäre gleich da. Tut mir leid, Max. Privatleben? Nein. Sie war noch ein Team. Da weiß man auch, was der andere privat so macht. Sie lebte sehr zurückgezogen, Herr. Muss Rückstände aus unseren Pestiziden. Ja. Absorbiert oder nicht? Reicht Ihnen das, Herr Schenk, im Moment reicht mir das, Herr Dr. Reinhardt. Dann? Und 3 Uhr nachts. Es hat ein Kampf stattgefunden. Opfer wurde erdrosselt. Unter ihren Fingernägeln sind fremde Hautspuren gefunden worden. Dunkle Hautfarbe. Können Sie es erkennen? Verräter sterben. Das ist laut Laborbericht Ihr eigener Lippenstift. Bloß die Reinigungsmilch, mit der die Schrift weggewischt wurde. Toten droht man nicht, oder? Aber mit den Toten droht man den Lebendigen. Das war schon immer so. Naja, klingt ja ganz plausibel. Was ist denn? Wollen Sie über mich lustig machen? Irgendetwas haben wir beim ersten Mal übersehen. Oder? Vielleicht hat sie ja jemand abgehört. Na, sieh mal an. Da waren echte Profis am Start. Ja, von wegen, Rob.
Entschuldigung, Recherche bestätigen Verdacht. Geheime neue Verbindung von VXNG und Sarin. Formel sicherstellen und vernichten. Weinstein im Mai informieren. Was soll denn das? Wer ist ein R-Punkt? Hm? Reinhard? Und was ist Sarin? Nervengas. Ich bin ja mal gespannt, was da drauf ist. Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Im September. Sie war 2 Wochen bei uns in Tel Aviv. Allein? Ein Bekannter hatte sie begleitet. Wie hieß der Bekannte? Dr. Reinhardt. Er hat ihr diese Laborantenstelle vermittelt. Er hat Petra damals sehr geholfen. Waren die beiden eng befreundet? Große Konflikte gestürzt haben. Wissen Sie, warum man sie getötet hat? Warum? Gegen das Unfassbare. Fassbar gemacht werden. Ja, richtig. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Haben Sie die Tote gekannt? Nein. Ich hatte mich mit den Herren heute Vormittag schon auseinandergesetzt. Wollen Sie hingehen? Die Eltern würden sich sicherlich freuen, Sie mal wiederzusehen. Ach, du kennst die Eltern? Ja. Bitte kommen Sie mit hier. Die Treppe hoch und dann erste Türe links.
So. Alles klar. So, wir wollen da nicht länger stören. Hm? Ja. War's das schon? Das war's, Frau Reinhardt. Ja, dann. Und wenn Sie uns noch irgendetwas sagen wollen, dann rufen Sie uns an, ja? Seltsam Unterton, Herr. Schenk. Wie Geschenk. Er hat Angst. Er wird auspacken, ist nur eine Frage der Zeit. Ist er fündig geworden? Ja, eine Sorte Reinigungsmilch. Der observiert doch nicht da vorne das Haus? Welches Haus? Weiß nicht, wovon du redest. Wiedersehen. Immer ganz langsam. Wenn du dich gleich ein bisschen freundlicher wirst, dann werde ich echt sauer. Du rufst jetzt sofort deinen Einsatzleiter an und wir warten hier so lange. Los. Sag mal, spinnst du? Ruf an! Ihre BKA-Leute werden uns noch die ganze Operation vermasseln, Kovac. Ich sage Ihnen, was die Kripo will, wenn sie erst mal Lunte gerochen haben. Schnelle Fahndungserfolge. Der Geheimdienst trägt die ganze Verantwortung. Wir vom BKA hätten gleich zugeschlagen, als die Akte auf dem Tisch lag. Vielleicht sollten Sie den beiden Kommissaren eine Zusammenarbeit vorschlagen. Immerhin können wir bei den Ermittlungen am Mord von Petra Klein behilflich sein. Das ist eine Verschlusssache, meine Herren. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Die Kölner Kripo wird kaum an Ihrem Auftrag interessiert sein. Das kann ich Ihnen flüstern. Und noch was. Das Gift darf das Land... Die Hauptkommissare Ballauf und Schenk.
Soldaten sollen schon sehr bald Köln verlassen, um in einer Fabrik in einem arabischen Land waffenfähig endproduziert zu werden. Was hat das mit Petra Kleins Tod zu tun? Wussten, war bislang von untergeordneter Bedeutung. Sie haben also genügend Fakten und Beweise, um die Verantwortlichen hochgehen zu lassen. Diese Operation. Bestimme ich. Klingt irgendwie komisch, Herr Sattmann. Geht ihr um Mord? Der Tod dieser jungen Frau war, wie soll ich mich ausdrücken, war leider ein Betriebsunfall der Gegenseite. Betriebsunfall? So, so. Die Frau wurde von euch überwacht und Sie nennen die Ermordung einen Diese Wanzen werden normalerweise vom BKA und BND benutzt. Ich habe das Gefühl, wir werden hier für dumm verkauft. Die inkriminierten Araber haben diplomatischen Status. Wie Sie sehen, keine leichte Aufgabe. Verstehe ich das richtig? Die mutmaßlichen Mörder von Petra Klein haben diplomatische Immunität. Ein Zugriff kann somit gar nicht stattfinden, wäre auch nicht wünschenswert. Richtig? Dem kann man so sagen, Herr Balloff. Wer hat Petra Klein getötet? Getier. Das ist unser Job. Wir werden also diesen Mord aufklären, Herr Sattmann. Sie verstehen, was ich sagen will. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
was für mich? Doch ein Albtraum. Liebst du mich? Betrogen habe? Petra Klein. Wie lange schon? Julia, es ist nicht wichtig. Sie ist nicht mehr da. Wie lange schon? Petra Klein ist tot. Niemand steht zwischen uns. Sie gab mir das Gefühl, begehrt zu sein. Ich wusste gar nicht mehr, dass es dieses Gefühl überhaupt gibt. Denkst du, die Wahrheit ist jetzt das Einzige, was dir weiterhilft? Oder denkst du, ich bin ein Übermensch? Der dem Geständnis eines Mörders zuhört? Ich habe sie nicht umgebracht. Wer sonst? Julia, bitte. Ich kann dir nicht helfen! Ich habe nichts getan. Ich war's nicht. Ich nicht, danke. Haben Sie vielleicht ein ganz normales Kölsch, junger Mann? Tut mir leid. Mir auch. Was für eine Überraschung. Sind Sie eingeladen? Nein, wir sind dienstlich hier.
Situation nicht zu gefährden. Was soll das? Sind Sie betrunken? So nüchtern war ich noch nie. Schubsen! Mann! Komm, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ja? Hör auf zu schubsen! Freddy, Freddy, komm! Hey. Lass uns. Komm, alles gut, ja? Ist nichts passiert. Finger weg, ja? Komm, hör auf. Warte mal, Max. Freddy, hör auf. Okay, eine Minute. Hör zu! Du Arschgesicht. Ich mag es nicht, wenn man mich schubst. Das habe ich schon als Kind nicht gemacht. Hey! Lass mich los! Hat kloppen oder was? Nee. Ja, also. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Und strategisch, nicht unwichtig. Wohin fahren wir hier eigentlich? Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Hast du dein Handy mit? Ruf mal den Prinzen an, der soll uns hier raushauen. Dann hätte ich gerne zwei schöne kalte Kölsch. Ich bin nämlich gleich im Verdursten. Quatsch, ey, den kannst du selber anrufen. Du bist doch angefangen zu kloppen. Wunderschönen guten Abend, Frau von Prinz. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Könnte ich mal Ihren Mann sprechen? Hauptkommissar Schenk am Apparat. Oh, wie schade. Können Sie mal was ausrichten? Ja, natürlich. Sie sucht gerade einen Stift. Sehr schön. Spielregeln haltet. Irgendwas stinkt hier fürchterlich nach billigem Schnaps. Ich riech nix. Haben Sie mal Platz hier. Sie haben hier nichts verloren. Raus hier! Auf ab! Ein Glas Wasser. Ja.
Sie müssen jetzt durchhalten, Herr Reinhardt. Ich kann nicht mehr. Es wird Ihnen nichts passieren. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich kann nicht mehr. Halten Sie um Himmels Willen durch. Frau Reinhardt ist da. Wer von euch beiden hat den Termin gemacht? Ich nicht. Okay, meine Herren, die Abmachung gilt. Keine Provokation, keine Festnahmen, bis ich grünes Licht gebe. Wir ermitteln nicht weiter? Die Frage habe ich überhört. Alles klar. Wie geht's Ihrem Arm? Geht. Mit meiner Aussage können Sie diese ganze Sauerei auffliegen lassen. Unternehmen Sie etwas, bevor meinem Mann auch noch was passiert. Das können wir nicht. Wieso nicht? Wir versuchen ihn so gut wie möglich zu beschützen, ja. Mehr nicht. Das ist ein sehr komplizierter Fall. Und sind da mehr oder weniger die Hände gebunden. Warum? Das verstehe ich nicht. Was geht hier vor? Jetzt kommt die Schlachtplatte auf den Tisch. So beschissen habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Reinhardt will zum Risiko. Sie wissen, er hat nicht alle Formel ausgehändigt. Ich kann das zwar verstehen, aber er hält sich nicht an der Machung. Er wird Ihnen keine Schwierigkeiten mehr machen. Er will sein Geld, das ist alles. Dr. Korber ist der anderen Ansicht. Ja? Reinhardt kann Korber sehr gefährlich werden. Ich erwarte Reinhardt morgen an der Rampe. Geld gegen Papier.
Ohne diese Daten ist die Lieferung wertlos. Oh. Das ist zu meiner persönlichen Sicherheit. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, das verstehe ich. Darf ich? Ich bin sauber. Ich rück keinen Computer mehr an. Hacken ist schlimmer als Heroin. Und Kölsch ist mir da lieber. Sag mal, du warst doch damals so ein Spezialist. Beim BKA. So ein Crack für Computer. Ja, aber lesbar. Leo, ist richtig wichtig für mich. Leo, geht um Mord. Sie werden sich während der Operation darum kümmern, dass Reinhard nichts passiert. Einen weiteren Fehler. Petra Klein. War sie bei Mossad? Na, ich stell mal vor, Freddy Schenk, Leo Mantenga, ehemaliger BKA-Mitarbeiter, EDV-Spezialist. Ja, los, komm, Mann, die haben uns total verarscht.
Ey, Maxi will nicht noch mal Amok laufen. Die Araber sind mit keinem einzigen Wort in dieser geschwärzten BKA-Akte erwähnt. Weil Sattmann glaubt, wir haben uns die ganze Zeit auf den Reinhard konzentriert. Den Kuhhandel machen wir aber nicht mit. Norbert, Max, die arabischen Diplomaten werden heute Nachmittag vom BKA außer Landes gebracht. Heute? Wo findet die Operation statt? Güterbahnhof Köln-Nippes. Großeinsatz. Du bleibst in Bereitschaft. Ach du Scheiße, die schon wieder. Passen die jetzt auf uns auf? Hier im Auto? Sind immer noch hinter uns. Halt mal an, hier vor den Taxen. Warum? Ja, mach mal.
Scheiße. Da unten. Ball auf. Nehmen Sie. Freddy, alles okay bei dir? Ja, geht so. Ich habe gerade mit Lissi telefoniert. Der Prinz kreischt und tobt. Ja, ist das alles? Fast alles. Er leitet gerade ein Disziplinarverfahren gegen uns ein. Oh, das hat immer. Ich bin von der Kripo Köln. Waffe weg. Langsam auf den Boden und die Hände auf den Rücken. Freddy. Okay, okay. Gesicht auf den Boden, Hände auf den Rücken. Komm, mach. Handschellen. Was ist denn da unten los? Wo ist Ballauf? Vom Erdboden verschluckt. Herr Schwarz könnte uns jetzt seine Beziehungen zum deutschen Geheimdienst erläutern. Ich habe sehr gute Beziehungen zum BND, das stimmt. Ohne diese Beziehungen wären solche Geschäfte nicht möglich. Das leuchtet ein. Dann könnten Sie unser Problem lösen. Beweisen Sie uns Ihre Loyalität.
Okay. Den Untersatzmann. Achtung an alle. Operation wird abgebrochen. Quatsch. Weitere Anweisungen folgen. Scheiße, wo bin ich hier? Waffe weg! Ich bin Diplomat! Waffe weg! Hören Sie, ich besitze diplomatische Immunität! Waffe weg! Hände über den Kopf, schnell! Wissen Sie, was mich ankotzt? Dass ich für jemanden wie Sie meine Gesundheit aufs Spiel setze. Wir sehen uns noch vor Gericht. Darauf können Sie Gift nehmen. Nee, nee. Nicht so, wie Sie meinen. Hast du gesehen?